Stell dir einmal einen ganz, ganz genialen Erfinder vor. Jemanden, der hochkomplizierte Geräte baut, an denen er lange herum kreiert. Ein begnadeter Handwerker. Er ist jemand, der, weil deine Geräte so speziell sind, sich eine ganze Fülle von Spezialwerkzeugen gebaut hat. Geräte, mit denen er bestimmte Handgriffe machen kann, um das, was er gerade schafft, vollenden zu können. Spezialwerkzeuge, die er für sich gebaut hat. Wenn er jetzt etwas erschafft, braucht er ab und zu ein solches Spezialwerkzeug. Das meiste von diesen Dingen ist nicht pausenlos im Einsatz, sondern es liegt auf dem Regal. Vielleicht sogar sehr lange, vielleicht wochenlang, monatelang oder noch länger. Es liegt dort und wartet darauf, dass es irgendwann mal eingesetzt wird. Wenn er jetzt am Schaffen ist und da was baut, dann braucht er zu einem gewissen Zeitpunkt ein bestimmtes Werkzeug. Und er nimmt es, macht vielleicht nur wenige Handgriffe damit, die er sonst mit keinem anderen Werkzeug tun kann, und legt es wieder zurück. Und vielleicht wieder für eine lange Zeit. Der Wert des Werkzeuges wird nicht dadurch bestimmt, dass es ununterbrochen im Einsatz ist, sondern dass es zur Verfügung steht und präzise das tun kann, was der Meister getan haben will damit. Das ist ein Bild für uns als Christen. Die Bibel sagt, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, er hat uns geschaffen, damit er gute Werke hervorbringen kann. Im übertragenen Sinn, er hat uns als Werkzeug erstellt, um etwas Wunderbares daraus hervorbringen zu können. Und das Wichtige ist, dass wir als Werkzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort liegen, ein Handgriff, und er kann uns einsetzen. Im übertragenen Sinn bedeutet das, das Werkzeug kann sich auch an einem anderen Ort auffinden und er findet es nicht da, wo er es braucht. Und er kommt vielleicht mit seiner Arbeit nicht weiter. Oder er muss es kompliziert anders machen. Das Werkzeug steht nicht zur Verfügung. Oder das Werkzeug ist eingerostet, nicht geölt, nicht geschmiert. Oder es ist schmutzig. Oder es verweigert sich. Weißt du, das ist ein Bild für uns. Der Herr möchte dich einsetzen, dann, wenn er dich einsetzen möchte. Dein Wert wird nicht dadurch bestimmt, dass du pausenlos auf Achse bist und ständig überdreht wirst im Einsatz für den Herrn, sondern dass Gott dich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort findet und präzise für das einsetzen kann, was er tun will. Und vielleicht bist du dann einfach wieder ein paar Wochen auf dem Regal. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir Gott zur Verfügung stehen sollen, dass wir uns hingeben sollen, dass wir dafür sorgen sollen, dass wir sauber, geölt und verwendbar sind. Das ist der entscheidende Punkt. Und vielleicht hast du den Eindruck, dass du schon lange auf dem Regal liegst. Ich möchte dich ermutigen. Gott hat dich präzise geschaffen und er wird durch dich das tun, was er nur durch dich tun kann. Durch keinen anderen Menschen. Er ist der geniale Baumeister und er will dich einsetzen und er wird dich einsetzen zum Bau seines Reiches. In dem Sinne, sei getrost, der Herr hat mehr für dich.